So viel zur Pause. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir sind wieder zurück in Van Horn. Wir haben es wieder zurückgeschafft und leider sind wir immer noch auf einer Mission. Und daher gibt es noch immer kein Speichern und da muss ich weiterhin noch aufnehmen. Junge, Junge, endlos, endlos lange. Und jetzt zeigen wir uns mit... Sollen wir uns mit diesem Pferd hier, das wir gerade gestohlen haben, wieder aufmachen in unser ehemaliges Lager. Dort mal nach dem Rechten sehen. Und wir müssen dringend mal rasieren. Wobei, vielleicht erkennt uns so keiner. Das Schild ist auch ein bisschen reingepoppt. Frag mich, wo alle unsere Waffen sind. Wie werden wir die wiederbekommen? Oder haben die die... Eigentlich haben wir es auf hoher See verloren. Wobei, zum Teil hatten wir sie auf dem Pferd. Ein paar hatten wir bei uns. Wobei, eigentlich hatten wir nur zwei bei uns. Ah. Dass alles so schief gehen konnte. Im Lager wird es wahrscheinlich nicht allzu gut ausschauen. Nachdem was wir abgezogen haben in St. Knies, werden die sicher schon dort auftaucht sein. Ich hoffe, die Musik hier wird nicht irgendwie gecuttert oder so. Yeah.
Da ist alles abgerissen. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht, dass die... Das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Das schaut gar nicht gut aus. Die haben sicher alle gefangen genommen, bis auf einen oder sowas. Eine Uhr. Kann ich die nehmen? Ja. Susan! Strauss, you here? Und? Kann ich hier irgendwas machen? Schaut nicht so aus. Jede Menge Hinweise, die wir nicht nutzen können. Das sieht nicht gut aus hier. Versucht zu packen. Hier ist sicher niemand mehr. Raus durch die Hintertür, nicht zu weg hier. Let's look around, see if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton, I'd like to find a poisonous snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley, let's head inside, gentlemen. Nicht zu weg hier. Die kümmern, Mann. Warte mal. Ah, ist doch unser Messer. Ich würde das ganz gern leise machen, wenn es geht. Ist auch so cool wie ihr. Na ja, klar, dass hier niemand mehr ist. Oh. Das war knapp. A letter. Mr. Tacitus Kilgore. You're a dead man. Oh, das hat er wohl mitbekommen, huh? Der hat keinen Kopf mehr. Brief. Dear Uncle Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We've gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them, in Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please, come see us when you can. Nördlich von Saint-Denis. Caroline. Was die Frage haben? Thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay.
Hey. Hey. It's okay, girl. Großes Pferd. Hallo. Können wir gar nicht strägeln. Okay, gut, dann nicht. Dann machen wir uns wieder am Weg. Junge, Junge. Morgen. Okay. Keine Ahnung, welches von den Pferden besser ist, aber egal. Bin gespannt, wann es mal wieder eine Verschnaufpause gibt. Einfach mal keine Mission zur Abwechslung. Das Problem ist, wenn die nicht zurückkommen, dann wissen sie genau, was los ist. Wenn die daherkommen und dann sehen, okay, die sind umgebracht worden, können sie sich schon denken, dass wir hier, wieder hier waren. Das wird sie halt dann leider nur noch in ihrem Verdacht bestätigen, dass es gut war, die jeden Tag hierher zu schicken. War interessant, dass sie nicht gleich jemanden positioniert haben. Hey, 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 hey. Hey, beruhig dich. Alles gut, ja? Der ist nicht begeistert vom Sumpf, wie es aussieht. Haben wir jetzt hier unser neues Lager? Wo sind wir hier? Ah ja, hier. Warte mal. Ah, noch immer kein Krokodil, okay. Egal. Jungens. Arthur! Arthur's here! Oh, Arthur! You're alive! Just about. Come inside, come on, it's raining. Hey everybody, look who's here. Hey, y'all doing? Hey old man, wake up. Hey Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved hey, in Sisica. He's been Michael? Working on a chain gang. Howdy. Okay. Hey! How'd you folks find each other? What happened? Can somebody give me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Yeah, and Lenny? Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. On behalf of Cornwall Kerosene and Tar, the United States government, and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest you. Come yeah, on, yeah, yeah. Komm, wir hatten das alles schon. Give them everything. Actually, let him have it. Fuck. Everyone you
Ja, toll, Bill, danke. Haltet eure Köpfe unten. Fuck. Milton, ich hoffe, wir kriegen den Typen endlich mal dran. Fucking Penner. Toll, wir haben genau eine Pistole und sonst nichts. Gut. Gut gemacht, Sadie. Auf die kann man sich echt verlassen. Komm, beweg dich, Mann. Beeilt euch! Schieß einfach da durch! Schieß da durch, verdammt nochmal! Schieß einfach da durch, verdammt! Das ist jetzt die Möglichkeit gewesen. Wo ist dieser fucking Milton? Das ist er auch nicht. Los, Leute, los! Gebt mir die Gatling Gun und ich zeig denen, wie es gemacht wird. So. Kommt her, wo seid ihr, Penner? Wo seid ihr? Kommt schon, kommt schon! Schade, dass dieser blöde Hitler hier im Weg steht, verdammt. Komm schon! Mann. Ja, ja, es hilft uns leider relativ wenig, wenn wir die nicht treffen können dort. Krokodile werden euch fressen. Ja. Was machst du? Nimm das Ding! Komm schon, ihr müsst mal helfen, ihr müsst so Deckung geben auf der Seite. Niemand wird euch jeweils wieder erkennen können. Ja, rennt nur, ihr Feiglinge! Mann, 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 Mann. Geht's allen gut? Oh man, Bill and Sadie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sorry. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess.
I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. We'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not now. Wir brauchen einfach nur mal eine Verstaufpause. The boys, Hart, please, do something. We will. Okay, I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Yes, now. Give me a Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. The whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we've gone through. Wow, wie sehen denn wir aus auf einmal? Sag bloß, wir haben unser Stuff zurück. 5 Kopfschüsse mit der Gatling Gun. Ja. Boah, viel Genauigkeit. Ne, seht ihr kaum. Gut, Freunde. Trifft sich ja perfekt. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Long time, boy. Another day.